Was braucht man zum Grillen? Eine volle Kiste Bier. Wo bleibt die? Fragt Käsbolle. Unverschämtheit. Jetzt hab ich das Schlimme an diesem Outdoor-Studio ist auch, dass mir Tiere in den Mund fliegen. So. Die ersten Kommentare sind unter unserem... Da war anscheinend noch ein Bein im Mund. Die ersten Kommentare sind unter einem Video, das für sehr viel Aufruhr gesorgt hat. Denn, und an dieser Stelle wünsche ich mir einen echten Applaus, wir haben es geschafft. Es ist das erste Shortcuts-Video, das indiziert wurde. Da beklatsche ich mich auch einfach mal selber. Und zwar wegen meinen wunderschönen, nassen Brüsten. Es geht um das Top 10 Wet T-Shirt Video, in dem ich mir diverse Eimer Wasser habe in die Fresse kippen lassen. Mümpf Let's Player schreibt, wie viele von diesen grünen T-Shirts er haben muss. Und die Antwort ist tatsächlich 1. Und Pretzer 80, der geliebte Pretzer 80, von dem immer wieder gemutmaßt wird, ich sei es selbst, Pretzer 80 schreibt, ach du heiliger Nippel, Nils, dein aalglatter Körper ist verstörend und erregend zugleich. Vielen Dank für deine wunderschönen Worte. Ich komme zum nächsten Video und da haben wir meine Kolumne über Superman vs. Batman, warum ich Superman besser finde als Batman. Uiuiuiui, das hat für eine heftigere Kontroverse gesorgt. Und ich lese einfach mal ein paar Kommentare vor, die unter diesem Video stehen. Big Brick Film Studios schreibt, so ein Dreck, als ob Batman keine inneren Konflikte durchstehen muss. Der Typ hat ein verdammtes Kindheitstrauma. Man könnte nicht nur einen spannenden Film über Bruce Wayne Batman alleine machen, wie es in Begins ja schon größtenteils gezeigt wurde. Armin Hotchick schreibt, Batman ist einfach besser, Superman ist kacke. Und Batman sagt, auch dir, lieber Armin, schreib dich nicht ab. Schreib dich nicht ab, Armin. Lern Kacke schreiben. Okay? Ich freue mich auf deinen nächsten Kommentar. Was ich noch sagen möchte, ich bin ja nicht alleine mit meiner Liebe zu Superman. Es gibt auch noch andere sehr intelligente Menschen, die Superman toll finden. Lars zum Beispiel. Und deswegen möchte ich sagen, Team Superman wächst. Team Superman wird immer größer. Team Batman, pass auf, wir werden mehr. Dark Imperios schreibt, wieder einmal muss sich Nils querstellen. Sorry Nils, ich bin für Batman, weil die Filme um Längen besser sind. Das wird mir oft unterstellt, dass ich mich grundsätzlich querstelle. Das stimmt, stimmt, stimmt aber nicht. Wenn mir jetzt noch einer kommt mit, da musst du immer dagegen sein, dann komme ich. Bei dem fahre ich vorbei. Oh, da kommt Besuch. Was findest du besser, Superman oder Batman? Wenn du jetzt an den Stuhl pisst, dann findest du Batman besser. Seht ihr? Das ist wohl ganz klar, wie die Batman-Fans drauf sind. Rumpinkeln für ihre Überzeugung. Wir kommen zu einem weiteren Video, und zwar meine Filmkritik zu Die Unfassbaren. Ein toller Film. Und unter dieses Video hat mir der aktuelle und neue Intendant des WDR einen Kommentar dagelassen, Herr Tom Buro. Und der Leiter dieser Sendeanstalt kommentiert meine Kritik zu Die Unfassbaren mit folgenden Worten. Boah, ey, wie Nils die ganze Zeit herumzappelt. Nervt schon fast. Er könnte ruhig mehr zur Lage der Nation sagen. Dieses Thema wäre für mich interessanter. Oder ob Nils endlich das Geheimnis seiner sexuellen Neigung lüftet. Und dann hat er noch ein Grinsegesicht dahinter getippt. Ich glaube, das ist der echte Tom Buro. Warum sollte sich jemand als Tom Buro ausgeben? Es interessiert den ja auch, was im Internet so los ist. Muss man ja als WDR-Intendant, muss man ja wissen. What's going on in the World Wide Web? Max Mustermann, unser aller Freund, kommentiert unter dieses Video, hey Leute, könnt ihr euch nicht mal einen Job suchen und uns mit solch sehr schlechten Videos, die keiner braucht, verschonen? Wäre wirklich nett. Danke im Voraus! Jetzt habe ich ein Problem, weil dieses Video zu machen, ist ja Bestandteil meines Jobs. Wenn er jetzt sagt, ich soll mir einen Job suchen, dann kann ich den ja gar nicht verschonen mit solchen Videos. Was mache ich da? Schminkholz. Schminkholz. Ich sattel um. Ab jetzt nur noch Schminkholz und Let's Play-Videos. Tetris. Analonator. Vielleicht setze ich das mal als Vorname durch bei so RTL2-Familien oder so. Analo, komm nach Hause, essen! Gibt Einlauf, Auflauf! Also Analonator hat unter die unfassbaren Kritik geschrieben, Jesus ist der beste Zauberer, denkt mal nach. Und natürlich, wer Wasser in Wein verwandelt, ist auch bei mir jederzeit mit seinen Zauberkräften aufs Allerherzlichste willkommen.
Da hat Analo schon ganz recht. Vielleicht könnte Jesus dir auch einen neuen Namen herbeizaubern. Jetzt kommen wir zu einem Kommentar von Omerta Bam. Diese Person sagt oder schreibt: Ach Nils, du bist so sympathisch asiatisch, dass ich dich den ganzen Tag knuddeln und ohrfeigen könnte. Hihi. Erstmal davon abgesehen, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich den ganzen Tag lang geknuddelt und geohrfeigt werden möchte, frage ich mich, warum ich sympathisch asiatisch bin. Konnte das jemand von euch ergründen, was an mir so asiatisch ist? Bitte noch mal ein bisschen spezifizieren, liebe Omerta Bam. Mutzikazi 1 schreibt, könntet ihr vielleicht einmal so eine Hirnfick-Kategorie machen? So in die Richtung wie Mr. Nobody, eben wo ein Film in irgendwie gar nichts mehr Sinn macht und am Schluss dann man den Riesensinn erkennt, beziehungsweise den Film überreißt. Wie auch zum Beispiel Fight Club, würde mich wirklich freuen. Also bitte machen. Also quasi, da geht es quasi um so Twist, ne? Top 10 der Megaspoiler wäre das ja dann. Top 10 der Megaspoiler und wir spoilen alles, das wäre geil. Wir zeigen alle Spoiler. Das böseste YouTube-Video aller Zeiten. 10 Spoiler hintereinander. Das machen wir. Das hat sehr viel gebracht, heute diese Kommentare kommentieren. So muss das sein. Konstruktiv. So, dass hier am Ende auch was bei rum und rauskommt. Das, Nils, du bist so asiatisch, möchte ich gerne noch spezifiziert haben. Aber auch da bedanke ich mich schon mal im Voraus. Und werde jetzt noch das ein oder andere Steak und Wurst schwenken. Vielen Dank. Weiter fleißig kommentieren. So, wer jetzt noch ein bisschen weiter gucken möchte, hier seht ihr ein Video, in dem ich mich mal um die größten Gurken des vergangenen Halbjahres im Kino kümmere und nochmal ein abschließendes Fazit bringe, warum man die nicht gucken soll. Und hier unten könnt ihr das letzte Roundup-Kommentare-Special sehen, in dem es vor allem um Chuck Norris geht. Viel Spaß dabei. Vielleicht sollte man Let's Grill als neue YouTube-Video-Kategorie nach Let's Play, Let's Grill. Hier sich so eine GoPro auf die Stirn und dann die ganze Zeit beim Grillen filmen. Und wer am geilsten grillt, hat das geilste Video. Boah, das mache ich. Hammer. Hammer. Let's Grill. Ich bin Let's Griller. Yes! LG. LG.